Grüße euch, das ist wieder Uwe Beuer mit Neuschöpfungsleben. Ja, die Zeitqualität, wie ihr alle seht, ist sehr gedrängt, sehr präsent, sehr energetisch. Und es ist auch sehr viel in uns darum selber in der Umwandlung. Und diese Umwandlung bedeutet, dass es sich ja von einem Etwas zu einem anderen hin wandelt. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir in uns gewisse alte Glaubenssätze, Glaubensvorstellungen, alte Erinnerungen, die uns an Altes fast anheften möchten, jetzt immer mehr dürfen loslassen und uns immer mehr, immer kräftiger auf dieses Neue, wo da kommt, hin ausrichten. Das ist natürlich manchmal ein bisschen kräftig für uns, aber wir haben ja vorher uns dazu entschieden, dieses Leben führen zu wollen, weil die geistige Welt sagt wie immer, jeder, der hier inkarniert ist, hat ja vorher seinen Lebensplan mit seinem höchsten Selbst und somit auch mit dem göttlichen Ursprung, mit seinem eigenen göttlichen Ursprung so geplant und auch die Erlaubnis gegeben, dass dann dieses alles so herbeigeführt wird, auch durch Zufälle, die uns zugefallen lassen werden und so weiter, dass dieses alles, wo wir da geplant haben, dann auch nach und nach so eintritt. Und jetzt haben wir natürlich den freien Willen auf der Erde auch. Und der freie Wille kann natürlich von diesem Lebensplan schnell mal abweichen, weil wir dann in unsere gewissen Muster oder den daraus entstehenden Ängsten hineingehen, uns hineinziehen lassen, auch oft durch äußere Einwirkungen, wie durch Medien, aber auch durch, was sollen die Leute sagen, was war bis jetzt so richtig, es kann ja jetzt nicht auf einmal alles anders werden. Und so dieses Ganze, was da auf uns einwirkt, was in uns noch aus der sogenannten Vergangenheit wirkt, was da in uns wirkt, das ist jetzt das, was wir mit der Zeit jetzt in der Zeit, bedeutet auch ein ewiges Jetzt, loslassen dürfen. Ja. Und wie machen wir das, dass wir uns auf das Neue ausrichten können? Das geht natürlich nur, wenn wir uns mit unserem Bewusstseinsfokus jetzt nicht mehr an das Alte anheften. Auch diese Verlustängste und dieses Ganze, was wir verlieren könnten und was unser Verstand und unser Unterbewusstsein da jetzt hochkocht, da mal den Fokus so sanft wie möglich, aber auch so kräftig wie möglich davon mal abwenden. Unseren Blick hinwenden, unser Bewusstsein, unseren Bewusstseinsblick hinwenden zu dieser neuen Energie, die da kommt, die das Alte gar nicht mehr so richtig kennt, für die das Alte auch so ein bisschen unwahr ist, so wie nicht wirklich lebendig, nicht möglich gewesen ist eigentlich. Und dieses Neue kann mit diesem Alten gar nicht mehr viel anfangen. Natürlich ist das Alte der Boden und der Dünger für das Neue, natürlich. Aber er ist nicht in dem Sinn die neue Pflanze, die auf diesem Boden wächst.
Darum versucht nicht mit eurem Verstand und eurem Intellekt und eurem Unterbewusstsein, was da immer wieder mal hoch sich energetisch so zeigt, durch Ängste etc., das Ganze jetzt zu überblicken wollen oder das Neue mit dem Alten in Verbindung zu bringen. Es ist nach dem, was man mir so zeigt und nach dem, was mir in der Wahrnehmung so gegeben wird, ist das Neue tatsächlich sehr, sehr neu. Und du kannst es eigentlich nur in deinem innersten Herz, in dieser Ruhe und in diesem Frieden und in dieser inneren Freiheit anfangen wahrzunehmen und damit in Resonanz zu gehen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass diese alte Welt, diese alte Zivilisation, die wir so bis jetzt gekannt haben, die uns auch eine sogenannte vermeintliche Sicherheit gegeben hat bis jetzt, wenn wir das machen und das machen und dieses erfüllen und jenes machen und in diesem Hamsterrad optimal funktionieren, dann bekommen wir eine geringe Sicherheit. Das läuft jetzt so nicht mehr. Das bedeutet aber auch, dass, wie gesagt, wenn du jetzt glaubst, du kannst das Alte mit hinübernehmen, jedenfalls in der Form, wie es jetzt existiert, dann wirst du da enttäuscht werden und auch die alternativen Medien können dir da wahrscheinlich nicht immer so viel Ruhe und Frieden und innerste Harmonie bringen, sodass du dich in Resonanz bringen kannst mit dieser neuen Ruhe, mit diesem neuen Frieden, mit dieser wirklich neuen Schöpfung. Dieses, was ich euch hier immer jetzt erzählt habe in der letzten Zeit, heißt ja Neuschöpfungsleben. Und dieses Neuschöpfungsleben ist, wie gesagt, eine ganz neue Schöpfung, die existiert jetzt bereits in deinem innersten Herz, aber da, wo die wirkliche innere Ruhe ist, dieser Frieden und diese, ja, auch absolute Kraft und Energie gleichzeitig. Dieser Nullpunkt im innersten Herz, dieser Ursprungsresonanzpunkt deiner innersten Göttlichkeit. Du als Schöpferwesen bist in diesem Punkt. Ja. Und diese Energie, die da jetzt immer mehr kommt, bedeutet auch, sich von diesem Alten immer mehr, ja, einfach mal den Blick davon abwenden, immer mehr in seine innere Ruhe kommen, diese Liebeslichtinsel in sich selbst bilden, dieses dann auch automatisch, ohne dass du was machen musst, dann ausstrahlst. Und ja, das ist so wie eine Sonne, die du dann bist, und eine Sonne will andere auch nicht irgendwie energetisch beeinflussen, sondern eine Sonne, die strahlt einfach nur. Unsere Sonne ist etwas, in unserem Solarsystem ist der Logos hier sozusagen, der Bewusstsein einfach ausstrahlt und dadurch in dir die Möglichkeit gebiert, dass du etwas im Außen wahrnimmst. Sobald die Sonne scheint, geht dir ein Licht auf in deinem innersten Bewusstsein. Sobald du aber immer mehr innerstes Licht hast, wirst du auch selber immer mehr zur Sonne. Und dieses strahlt dann nach außen hin und das zieht dann andere Menschen an. Es gibt einen Sog, du brauchst sie nicht überzeugen, du brauchst nicht darum kämpfen, du brauchst auch nicht andere dann in dem Sinne bemitleiden, weil das sind alles eigene Schöpferwesen. Und die haben sich dazu entschieden, hier zu inkarnieren,
zu der und der Zeit jetzt und haben auch darum gebeten, dass sie das jetzt dürfen. Und viele, viele wollten das und viele wollen das und stehen Schlange und können nicht hier auf die Erde. Und auch wenn sie jetzt nicht in Resonanz gehen mit diesem wirklich Neuen, wo da kommt, dann haben sie das so entschieden und kommen vielleicht in der sogenannten neuen Zeit wieder oder gehen erstmal auf andere sogenannte Planeten oder ja, gehen auf ihre Ebene zurück, da wo sie herkommen und entwickeln sich dort weiter, wickeln sich aus von diesen gewissen Dingen, die uns da oftmals noch an das Alte anwickeln oder anheften. Genau, bildet einfach diese Liebeslichtsonne in euch immer mehr. Ihr kommt dann immer mehr in die Resonanz mit vielen anderen Liebelichtsonnen, die auf der ganzen Erde und im ganzen Multiversum sind. Und das bedeutet, es gibt dann so eine Energie, die immer stärker wird. Und wenn das Chaos auch um euch herum jetzt immer stärker und kräftiger wird, was eine Folge davon ist, dass das Neue jetzt immer mehr Kraft gewinnt und das Alte dadurch schwächer wird, wenn ihr das immer mehr seht und spürt und es auch teilweise ja, recht problematisch wird in den nächsten Zeiten, dann bildet diese Liebeslichtoasen in euch. Und dann gibt es irgendwann eine so große Energie, die dafür sorgt, dass dies alles sich miteinander verbindet. Wie so Lichtenergie, wo die Punkte miteinander verbindet. Und verbindet heißt auch, es gibt eine Beziehung und das zieht es alles, wie gesagt, teilweise zusammen und dann bilden sich noch größere Lichtliebes-Energiepunkte, wo viele Menschen nachher zusammenleben werden. So, dieses alles findet im Moment gerade statt, aber diese Potenzierung, wovon ich oft spreche, ist ja eine Potenzierung, die einen energetischen Punkt beinhaltet. Es bedeutet eine Energie, die einen bestimmten Level erreicht, unterstützt auch von der liebeslichtgeistigen Welt und von deinem eigenen höchsten Selbst, was ja darin zu Hause ist sozusagen. Und dieses bedeutet dann, wir haben wie so Energie, Verbindung nach oben zu unserem höchsten Selbst, stehen in so einem Licht, verbinden uns gleichzeitig mit Mutter Erde Gaia, in ihrem innersten Herz auch. Und das bedeutet dann, diese Lichtsäulen, wo da stehen, wenn man vom Weiten schaut, die bilden dann irgendwann, wenn der Punkt erreicht ist, energetisch, diese Verbindungslinien. Und das bedeutet, es gibt ein großes Liebeslicht-Energienetz sozusagen um die Erde drumherum. Und das hält dann eine ganz andere Energie, eine ganz andere Liebeslicht-Energie. Und das ist dann dieser Potenzierungspunkt, der plötzlich sozusagen eintritt, unspektakulär. Und wenn dann das Chaos vielleicht auch groß ist im Außen, wie gesagt, legt euch gewisse Vorräte zu, bleibt dann in eurer inneren Ruhe, bleibt in euch selbst. Das Gebot heißt dann auch im Außen alles ja, so lassen, wie es ist und sich immer mehr auf sein Innerstes konzentrieren, fokussieren, auf diese Liebeslicht. Sonne in deinem innersten Herz, die dann immer mehr anfängt zu strahlen, geht auf die anderen Energiezentren weiter. Also der innerste Punkt ist ja immer deine innerste Sonne, dein innerstes Leben. Und das ist so ein bisschen weiter unten, ist nicht so da oben. So, und da, das strahlt dann immer wieder weiter aus auf deine anderen Energiezentren, auf deine Meridiane, wo noch mehr Licht durchgepulst wird dadurch. Und das ist ja auch in gewisser Weise jetzt ein Prozess, den ja alle jetzt durchgehen, die damit in die neue Energie hinein möchten, laut ihres Lebensplanes auch. Und das bedeutet ja auch, dass diese
Prozesse jetzt laufen in uns allen. Das bedeutet auch noch mehr in die Stille gehen, so wie eine Raupe, die sich jetzt verpuppt. Ihr kennt dieses Beispiel sehr, sehr genau, es wurde euch schon sehr oft so erklärt. Eine Raupe, die sich jetzt verpuppt, von den äußeren Einflüssen mal ein Kokon bildet, ein Lichtliebeskokon, in die Stille geht, in die Ruhe, sich nicht mehr von außen beeinflussen lässt, egal was draußen passiert. Und dann bildet sich in euch dieser glitzernde, wunderschön farbige Liebeslicht-Schmetterling und der kann dann sogar fliegen in der dritten Dimension. Der muss nicht nur am Boden herumkrabbeln wie die Raupe. Und er ernährt sich auf einmal von dem Nektar der Blumen und ist ein ganz anderes Wesen. Genau. Aber das bedeutet eben in diese Ruhe und Stille gehen, auch wenn es im Außen jetzt ja energetisch sich vom Alten löst. Und das bedeutet, wenn sich etwas löst, entlöst es sich kurz auf. Dieses Alte wird sich also auflösen. Wer sich jetzt an das Alte noch unbedingt binden will, wird da keinen Anhaltspunkt irgendwann mehr finden. Keine Bindung wird da mehr möglich sein. Und dann kommt diese Angst hoch, ja und jetzt. Genau. Und dieses Neue, wo kommt, wird genau dann mit all den Menschen sich bilden aus sich selbst heraus, die in diese Liebeslichtruhe, in dieses innerste Herz, in ihre Schöpferwesenhaftigkeit jetzt immer mehr bereit sind, da hineinzugehen. Das ist ein Prozess, ihr dürft trotzdem Ängste zwischendurch haben. Es werden immer mal Sachen hochkommen, es werden auch kräftige Sachen hochkommen, aber ihr habt einen Kompass. Das bedeutet, ihr könnt euch ausrichten auf diese wunderschöne neue Welt. Schaut sie euch an in eurem innersten Herz, bittet euer höchstes Selbst darum, sie immer mehr im innersten Herz fühlen zu können, spüren zu können. Dann kommen auch in eurer freien Fantasie Bilder hoch, Wahrnehmungsbilder. Sagt nicht, das ist alles nur Einbildung, sondern es ist auch diese freien Möglichkeiten, die da kommen. Alles Neue wurde immer gebildet über die freie Fantasie, die nur der Mensch hat, als Schöpfer, Liebe, Licht, Kraft, Wesen. So, und dieses Neue, wo jetzt kommt, wird dann in euch sozusagen in Resonanz gehen immer mehr. Und ihr kennt das schon, weil das hat man euch, das habt ihr schon angeschaut, das weißt du schon in deinem innersten Herz, bevor du überhaupt in Karne gegangen bist, bevor du inkarniert bist. Und das brauchst du jetzt einfach nur mal erlauben, dass das wieder in dir aufscheint, so richtig aufglüht oder richtig kräftig wird, auch in deiner Aura, dann strahlst du das immer mehr aus. In deiner innersten Ruhe und wo die absolute Energie und Kraft auch steckt und ist. Im Hier und Jetzt, nicht morgen, nicht gestern, jetzt, immer im ewigen Alltag, der Tag, der niemals endet, dieses ewige Sein. Und so habt ihr jetzt diese Energie in euch, erinnert euch, kommt in eure innere Kraft wieder hinein, aber auch in diese absolute Ruhe, wenn es jetzt im Außen sich ja turbulenter entwickelt. Wisst ihr, dass dieses neue Leben doch kommt? Mit einer absoluten innersten wahrnehmenden Sicherheit? Weil dieses ja vorher schon in eurem Liebeslicht geistigen Lebensplan so abgemacht ist. Und dieser Potenzierungspunkt, der dann erreicht ist, ist nur auf der Erde anscheinend in der Kraft und in der Kompression
oder auch ja, Möglichkeit so gegeben. Darum sind wir alle hier, haben über Jahrtausende, Jahr Millionen, Jahr Milliarden Schöpfungen lang uns vorbereitet auf diesen einen Punkt. Ihr seid also sehr, sehr geschult. Nur die Kräftigsten sind hier. Und auch wenn ihr manchmal jetzt zweifelt und im Außen dies und das und die alternativen Medien sagen jenes und dieses und welches, das ist der Abgesang der alten Schöpfung. Die bäumt sich nur noch mal richtig auf. Heftet euch nicht mit eurem Herz an die alte Schöpfung. Das ist so ein Rat von mir. Alles freiwillig. Ihr dürft euch natürlich so lange an etwas heften, wie ihr wollt. Es ist nur eine Inspiration. So. Und vielleicht noch ein kurzes Beispiel für euren Verstand. Wenn ihr diese chelatinischen Klangfiguren, vielleicht kennt ihr die, das sind so Metallplatten, da wird feiner Sand oder auch da wird Salz auch drauf gestreut. Und dann kann man mit so einem Geigenbogen vorbeigehen an dieser, wenn das hier die Metallplatte ist, kann man mit dem Geigenbogen so vorbeigehen und dann bilden sich auf dieser Platte so Muster. Und diese Muster sind etwas, das sind diese Klangmuster, die auch durch das Bewusstsein der Erde auf der ganzen Erde gebildet werden. An den Hotspots sind dann immer die Akupunkturpunkte der Erde. So, wenn ihr euch jetzt vorstellt, da ist ein Klang, ein Ton, der geht jetzt immer höher, der fängt so ganz unten an, geht immer höher. Und dann bleibt dieser Sand länger liegen in dem alten Muster. Da, wo die Schwingung sehr kräftig ist, ist kein Sand mehr. Und da, wo sie ruhiger ist, bildet sich dann so diese Sandmuster. Ne? Da ist weniger Schwingung. Und an den Punkten, bestimmten Punkten, entstehen so Kreiselbewegungen. Das sind dann die Ein- und Aus-Wirbelpunkte der Akupunkturpunkte Mutter Erde Gaia. So, gut. Und dieses Klangmuster ist jetzt sich am Erhöhen, auch durch euch, weil ihr diese Liebeslichtenergie in Resonanz geht damit, über die Zeit hinweg, weil ihr seid zeitlose Wesen mit dieser neuen Energie. Und das bedeutet, die Energie oder der Liebeslichtimpuls steigt. Auch wenn außen jetzt Chaos irgendwann kommt. Könnte ja sein. Warten wir mal ab. So, ich will euch nur ein bisschen so schon mal in die Richtung vorbereiten. Weil, jetzt gehen wir weiter. Der Ton steigt und das Muster ist immer noch gleich. Steigt immer noch. So, und irgendwann kommt der Punkt, wo das alte Muster verschwimmt. Es löst sich komplett auf. Und das bedeutet, dass dieses alte Konstrukt, wo wir kennen, dass es da einen Moment geben wird, wo sich das auflöst. Und dann kommt aber auf einmal plötzlich dieses neue Muster, dieser höheren Frequenz. Und es bildet sich ziemlich schnell. Es geht supp und zack, es steht. So, und die Punkte, die neuen, stehen auch. So, und so ähnlich zeigt es mir die geistige Liebeslichtwelt. Wie gesagt, ich möchte euch da nur inspirieren, dass falls eine Zeit kommt, in der ihr im Außen diese Auflösungsprozesse noch vermehrt sehen werdet, dass ihr dann in eure innerste Ruhe noch mehr geht, noch mehr in diese Liebeslicht, innerste Sonne hinein, noch mehr euch ja, hinausnehmt aus diesem Auflösungsprozess und in eurer innersten Stille bleibt. Und in einem inneren Verbindungswahrnehmungswissen, möchte ich mal sagen, euch hineinbegebt und so als Lichtsäule da bleibt. Mit Mutter Erde Gaia in Verbindung, gleichzeitig mit eurem himmlischen Ursprung, mit eurem göttlichen Ursprung. Ihr dann als individuelle göttliche Energie,
dieses Neue dann auch schon anfängt auszustrahlen, auch jetzt schon. So, das ist das, was im Moment gerade nach meiner Wahrnehmung läuft. Und ich kann dazu nur sagen, wie soll das Neue kommen, wenn das Alte so bleibt? Und das bedeutet eben auch, dass ihr jetzt in dieses Neue hinein resonieren könnt, sozusagen in Resonanz geht immer mehr damit, wenn ihr das freiwillig möchtet. Das ist natürlich alles freiwillig und in eurem Lebensplan habt ihr das ja drinstehen, sonst würdet ihr wahrscheinlich dieses Video nicht schauen. Genau. Ja. So, das wollte ich euch mitteilen. Das kann ich euch anbieten. Genau. Ja. Ja, ich werde euch auf den Laufenden halten. Ich habe jetzt auch noch mein Seminar endlich aufgeschaltet. Viele hatten mich immer gefragt, wann machst du das mal? Auf meiner Webseite könnt ihr da mal reinschauen, ob euch das interessiert. Genau. Und alles Weitere in den kommenden Zeiten. Ja, eine wundervolle Zeit. Eine Zeit voller Wunder, auch wenn es im Außen manchmal jetzt vielleicht energetisch und praktisch turbulent werden könnte. Es wird dann plötzlich eine Neuerung geben, plötzlich viel besser sein, ohne dass der Verstand damit rechnen konnte. Aber euer Herz schon. In diesem Sinne, euer Uwe Breuer.